Ja, willkommen zurück bei Star Citizen. Wir sind ja aktuell dabei, die Microtech-Monde anzufliegen und zu beschauen, wie es dort aussieht. Und heute ist der dritte und vorerst letzte Mond von Microtech dran, Euterpe. Und da starten wieder bei der Raumstation über Microtech, gehen in die Freelancer. Ja, und dann geht es los. Also auf, Fahrwerk rein und auf geht's. Und gleich verlassen wir wieder den Schatten der Station und sollten im Sonnenlicht erstrahlen. Schauen wir mal. Genau, an der Seite, ne? Das machen wir bestimmt. Und unter uns. Alles Schnee. Microtech halt so. Gehe erstmal ins Innere, um das wieder alles ein bisschen ruhig zu kriegen. Und wir schauen auf die Karte. Und heute soll es nach Euterpe gehen. Setzen wir unsere Route. Schauen, in welche Richtung wir fliegen müssen. Darüber. Auf geht's. So sieht's da also aus. Und jetzt schauen wir wieder mal, ob es da irgendwelche Landemöglichkeiten gibt, die möglicherweise auf der Sonnenseite sind. Das scheint dunkel zu sein da drüben. Das könnte was sein. Bud's Growery. Also nicht wie hin. Okay, wieder vereist. Wir sind halt weit weg von der Sonne, ne? So. Das sieht wieder nach einer Winterlandschaft aus. Diesmal ohne große Meere oder so. Und jetzt gucken wir mal, ob wir dort landen können. Sollte man natürlich erstmal ein bisschen Gas geben. Genau vor uns liegt das Ziel. 5 Kilometer Höhe haben wir noch. Sollten also nicht zu schnell, zu steil runtergehen. Oder rechtzeitig zumindest bremsen. Jetzt gucken wir mal, wie weit es noch entfernt ist. 10 Kilometer. Bisschen höher. Noch 7 Kilometer. Komische Felsnadeln.
Das sieht schon interessant aus. Sehen, ob wir die Station hier finden. Da glänzt zwar was, aber ja, jetzt baut sich's auf. Okay. Dann gehe ich mal wieder nach innen. Und wir schauen uns das Häuschen an. Schön langsam. Fahrwerk raus. Okay, das ist winzig, das Ding. Setzen wir einfach mal in der Nähe auf und schauen, was es damit auf sich hat, ne? Gut, dann machen wir jetzt die Motoren aus. Dass es nicht mehr so neblig ist. Ja, und das sieht doch schon mal ganz nett aus hier. Oben die Sterne. Oh, und da hinten ist Microtech. Schöner Anblick. Und da wird man wahrscheinlich auch nochmal einen Ausflug zu den Felsnadeln dort hinten machen. Gut, aber wir steigen erstmal aus. Ach so, schauen wir erst nochmal an die Karte kurz, damit wir Euterpe wissen, was es damit auf sich hat. Euterpe wurde nach der altgriechischen Muse der Musik benannt, vermutlich um diejenigen, die von Microtech aus auf den Mond schauen, daran zu erinnern, sich in ihren Entwürfen vom natürlichen Rhythmus des Universums leiten zu lassen. Okay, alles klar. Na dann. Jetzt schauen wir mal raus. Können wir gleich mal gucken, wie warm es draußen ist, beziehungsweise was für eine atmosphärische Beschaffenheit das Ganze hat. Was ist los mit der Freelance? Hoffentlich geht es immer nicht in die Luft. Okay. Also wir sind nicht von Bugs gefeit. Ich gehe mal lieber ein Stück weg. So. Genau, und wenn ich mich jetzt hier rüber drehe und die Kamera einfach mal so, dann haben wir da auch ein schönes Bild von Microtech und der Freelancer im Hintergrund. Gut, aber wir wollten erst mal gucken, was die Werte eigentlich sagen. Minus 125 Grad Celsius, das ist ganz schön kalt. Also damit brauchen wir schon den Novikov hier. Ist gut, dass wir eine anhaben. Und jetzt gucken wir nochmal auf unser Moviglas, wie es. Oh, Sauerstoff ist aber 99,8%, also das. Und Wasserdampf. Also atembar wäre das Ding, wenn es noch nicht so kalt wäre, ne? Gut, aber wir gucken uns erstmal diese Station hier an und gucken, was es damit auf sich hat. Gucken wir mal, ob es hier einen Eingang gibt. Das muss ja irgendwo eine Rampe sein. Ne? Fenster. Ah, dort ist der Eingang. Gerade auf der anderen Seite geparkt. Hier scheint auch alles schön flüssig zu sein. Weil hier berechnet es gerade kein komisches Wetter, was uns letztens solche Ruckelbilder verschafft haben. So, hier ist wahrscheinlich Pflanzenaufzucht, wie es aussieht. Gucken wir mal rein.
Ja. Oder Todesstern. Oder? naja, wie auch immer. Die forschen hier an Pflänzchen. Oder züchten die. Ich höre immer solche Geräusche, als müsste sich hier irgendwo was drehen oder irgendein Roboter gerade irgendwas machen. Aber in Aktion sehe ich den nie. Gut, also wieder raus. So, durch die nächste Tür. Ja. Das kann man hier alles nicht mitnehmen. Das Geschirr einfach so in die Spüle geklatscht. Macht man nicht. So. Wenn das ein Fenster ist, weiß ich gerade nicht, wie man es öffnet. So, gucken wir mal, was hier alles liegt. Spielkarten. Da hat er noch angefangen, ein Kartenhaus zu bauen. Ist aber alles nicht anfassbar. Vielleicht wird das später noch. Ah, interessant. Und hier ist ein Bettchen. Da kann ich mich vielleicht sogar... Nö, kann ich mich nicht reinlegen. Naja. Dann wieder raus hier. Hier ist ein Paket abgebildet. Also ist hier vielleicht... Lagerraum, genau. Hier kann man Lieferungen abgeben. Hier sind kleine Zettel, Post-its festgemacht. Oh, Gefahrgut. Ein blauer, auffälliger Karton. Okay, gucken wir nochmal hier. Überall Gefahrgut. Und das Fenster. Na gut, hier liegt eine Schere. Gehen wir mal wieder raus. So wird den Ausgang finden. Was ist das? Ah, hier kann man Energiezellen aufladen, also Batterien aufladen. Und hier kann man was kaufen. Gucken. Also gehen wir auf Select Location, Freelancer. Was kann man denn hier kaufen? Ah, das ist nur eine Destillerie. Hier kann man ja, Spirituosen kaufen. Dreck kann man kaufen. Essen kann man kaufen. Ja, aber da ich jetzt aktuell keinen Überblick habe, was wertvoll und was nicht ist, ich kaufe hier erstmal nichts, weil mit dem Trading ist ja schon oft schief gegangen bei Star Citizen. Deswegen machen wir das aktuell nicht. So, jetzt will ich nur mal gucken. Buch, kann man das lesen? Naja, fast. Können wir mal gucken, was da steht, aber Romane kann ich jetzt hier auch nicht übersetzen. So, aber jetzt geht's hier lang, denn hier geht's raus. Wir wollten uns ja die Felsnadel noch mal näher anschauen. Und da müssen wir in die andere Richtung gehen. Ah, und Microtech geht vielleicht jetzt unter. Vielleicht, wenn man lang genug wartet, ne? Sieht man das?
Ja, wir gehen einfach mal in die Richtung. Immer auf Microtech zu, beziehungsweise auf die Felsnadel zu. Vielleicht sehen wir auch, wie es untergeht. Ist doch schön, dass wir gerade den richtigen Moment erwischt haben, wo Microtech am Horizont untergeht. Hey, jetzt bin ich gesprungen. Ja, es scheint gleich weg zu sein, Microtech. Ich will jetzt nochmal so eine Felsnadel von nahem betrachten. Ich meine, ich hätte auch hinfliegen können. Ne? Ja, seltsamer Stein hier. Ich glaube, hinfliegen ist schneller. Wir fliegen da drüber und landen dort nochmal. Ich hier kilometerlang renne und dann irgendwo zusammenklappe, steigen wir in den Freelancer und fliegen das Stück rüber. Aufpassen, dass der Puls nicht zu hoch geht. So, jetzt steigen wir ein. Ah, diesmal ist die Tür sogar von selbst aufgegangen. So. Also drehen wir mal. Hoppla. Müssen ja ein bisschen höher gehen. Ne? Fahrwerk lasse ich gleich mal draußen. Nur die Frage, ob wir da irgendwo eine flache Gegend finden, wo man landen kann. Da hinten sieht es auch interessant aus, wo dann der Schnee losgeht. Ne? Also, versuchen wir mal runter zu gehen. Das ist doch prima, komm gut an. So, und jetzt steigen wir nochmal aus. Na hallo. Jetzt, wer weiß, was das wieder war. So, da wären wir. Oh, jetzt wird das Wetter schlecht, wie es aussieht.
Vielleicht sehen wir, ob das Weiße dort vorne Schnee ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob es später Ausrüstung geben kann, mit der man solche Felsnadeln erklimmen kann. Könnte ja auch ein sportliches Event sein hier. Ja, am schnellsten so eine Nadel erklimmen. Weiter weg als gedacht. Wird halt gerade ein bisschen trübe, ne? Aber wir gehen zu der Großen hier. Klettern da mal. Also zumindest bis zum Fuß dieser Felsformation. Schon mal verschnaufen. Wenn das Wetter nicht so schlecht wäre, würde es noch besser aussehen. Von hier Microtech noch sieht. Ist auch vielleicht so diesig. Tja. Bei Star Citizen ist natürlich die Chance groß, dass an den Stellen, wo man sich rumtreibt, vorher noch niemand anders gewesen ist. Da drüben ist der Freelancer. Ne? Genau. Also das ist schon mal ein steiler Berg. Hätte ich vielleicht von der Freelancer aufsteigen in eine andere Richtung, aber der sah halt so imposant aus. Ich gehe noch mal drum rum. Also hier kann ich nie hoch. Es wird zu steil. Okay. Oh, das sieht ganz schön, was da für Verwehungen sind. Jetzt wird es auch, jetzt bleibe ich auch gleich stecken. Gucken, sieht man mir das an? Naja, gehen trotzdem mal noch ein Stück. Hat uns halt ein Sturm erwischt hier. Ja, die Frage, ob es hier auch windgeschützte Stellen gibt oder das, ob das die Physik von Star Citizen nicht hergibt. Aber gleich bin ich oben. Das ist krass. Mal gucken, wie es von draußen aussieht. Eine relativ heroische Pose. Hoffen wir nur, dass es ihn nicht wegweht. Ne? Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Welten
von Star Citizen weiter erkunden. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.